Gott meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. So, ich wage nochmal einen Neustart von Assassin's Creed Valhalla. Ich weiß, es ist ein alter Hut. Er ist schon vor Monaten rausgekommen. Aber das ist wieder einer dieser Spiele, die man sich unbedingt kaufen wollte und dann doch nicht gespielt hat. Es ist eigentlich eine Schande. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, jetzt wirst du es einfach mal starten. Und ich habe damit schon zweimal angefangen, aber da kam immer wieder ein anderes Spiel dazwischen. Eigentlich wollte ich Lost Ark spielen. Aber da man da ja sowieso nicht drauf kommt, habe ich gedacht, so, jetzt fängst du einfach mal gemütlich ein anderes Spiel an. Und ja, dann ist meine Wahl auf Assassin's Creed Valhalla gefallen. Das Ganze spiele ich übrigens auf der PlayStation 5 und streame direkt live, genau, so. Hab ja gestern schon mal eins, nee, vorgestern war das, habe ich schon mal Call of Duty Modern Warfare gespielt. So, fangen wir doch mal von ganz von vorne an. Eva, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich. Ich habe mir sagen lassen, 80 Stunden braucht man, so ungefähr. Bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Ava. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwas so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Ava. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Naja, tanzen können die Wikinger aber nicht, oder? Gut. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Valkas Seder wirkt durch meinen Hammer. Wenn du mit dem König sprichst, halte ihn ins Licht, damit er die feinen Details sieht. Siehst du? Ich habe seinen Namen in Runen eingraviert. Zeigst du es ihm? Du bist genau wie dein Vater, kleine Kriegerin. Skoll, auf dich. Skoll! Siehst du? Sie stimmt zu. Zu wem muss ich denn hin? Zu ihm, ne? Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh.
bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Evo, warte. Skål! Auf Styrbjörn! Den wahren König von Hrungjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skål! Evo, Evo, komm! Herr! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe! Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hört zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met und Stärke bringt. Ja, bist du noch ein bisschen zu klein, ne? Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Hall. Feuer! Sigurd, nimm das Pferd! Na gut, warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! So viel schon mal dazu, ja?
Von wegen, ich verschone alle. Derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Beheb das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Der gute alte Animus, ja? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst vergisst man manchmal, oder? Im Spiel. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Ah ja, genau, jetzt kann mich wieder erinnern. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben, gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps, lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Das hättest du mal lieber selber gemacht, glaube ich. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Kein
Essen für dich, Süd. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Ja, genau, so war das ja mit diesen Brummen, mit diesen Bären hier. Ich fühle mich besser, stärker. Das ist halt ein Spiel, wo man eigentlich dranbleiben muss, ja? Weil dann kommt man irgendwie rein und dann, wenn man das eine Zeit lang nicht gespielt hat, fängt man eigentlich wieder von vorne an. Bisschen mehr Gesundheit noch. Ich meine, das Klettern ist ja einfach. Ja. Wenn ich überlege, die ersten Teile von Assassin's Creed, da war ja das schon ein bisschen schwieriger, fand ich. Vor allen Dingen ist er meistens nicht dahin gesprungen, wo man hin wollte. Das haben sie ja schon vereinfacht. So. Synchronisiert. Ach, Holznis, wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. Kann ich hier runterspringen? Ist das. Nee, ne, oder? Gib doch diesen Todesspalt. Da unten ist das Wasser, komm. Jawohl. Oh, kalt, ne? Stimmt, der ist ja ein bisschen leicht bekleidet. Ah ja, genau so war das. So, ich habe dann jetzt eine Markierung gemacht, oder? Von Kirtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Nur einer?
Wie war denn hier dieser Angriff? Da. Da geht am Anfang noch ein bisschen stocken. Ich muss erst mal reinkommen, deswegen gehe ich das Ganze erst mal langsam an hier. Aber ich hätte den dann normalerweise direkt angreifen können irgendwie, ne? Oder? Hebe ich für später auf. Kjötvis Krieger. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Sobald dieser Schalanter Kjötvis gefallen ist. Einfach mal reingelaufen. Na komm, mit euch wäre ich doch fertig, oder? Moment, schwerer Angriff, leichter Angriff. Ausweichen, ah, so war wir ausweichen. Machen dich einfach mürbe. Das sieht ja einfach fantastisch aus hier. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, ich spiele auf der PlayStation 5. Gut, hier ist ja keiner mehr. So, jetzt habe ich meine Markierung wieder gefunden. Da ist sie doch. Ich treffe ich auf die Kiste hier. Nein. Stellen wir mal hier hin. Ah, hier ist die Kiste, genau. Deswegen sind wir hier. Singendes Eisen, da findet ein Kampf statt. Dag, du alter Hund, du lebst. Oh ja, hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwaldsnes auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft.
Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Schlacht um Norwegen. So, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch mal das Schild. Ach Quatsch. Ich würde sagen, erstmal die ganzen Feinde erledigen und dann die Schätze suchen. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwalsnäs wie Läuse, wenn ich durch das... Da sind sie drin, aber wo sind denn die Wachen? Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. So, jetzt will ich aber sehen, ob ich hier jetzt nicht mal ein Attentat üben kann. Das muss doch gehen. Hey, Moment! Sein... Weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Ach. Wieso sehe ich hier keinen?
Feigling! Binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder hallo, Zombax. Von Trell und Bauer. Grüß dich. Ich habe nochmal Assassin's Creed Valhalla gestartet, weil ich habe mir diesmal vorgenommen, es endlich mal durchzuspielen. So. Hast du es durchgespielt? Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, auch nicht. Wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Du bist schon so gut wie du. Ich schick dich direkt zu Hel. Knie nieder, Holzmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Absau! Ja, ich hatte noch nie wirklich weit gespielt, aber ich werde es jetzt wirklich mal. Hab's mir erstmal vorgenommen. Ist ja eine Schande, so ein schönes Spiel. Ausdauer verbraucht, fortsetzen, okay. Ja, und Lost Ark kann man ja, ich komme nie ins Spiel, wenn man abends da rein will, ist aussichtslos. Das ist nur was für Leute, die Urlaub haben oder arbeitslos sind im Moment. Oh. Ja, stimmt ja, ich kann ja los. Wie bitte? Wie, ich hatte noch genug gesund. Ich dachte, ich wäre noch gesund. Hätte noch genug Gesundheit nicht aufgepasst. Okay. Bisschen aus der Übung. Neuer Versuch. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Dich zerschmetter ich! Weg. Ich habe wieder so wenig Gesundheit. Können wir irgendwas einsammeln? Weg. Ich hätte ein paar Beeren sammeln sollen vorher.
Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschaum! Der Tod kommt! Der trifft mich einmal und ich fall fast um. Weg, weg, weg. War doch gar nicht so schwer. Nur zweimal gestorben. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Tötet sie alle! Nein! Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Oh, ja, natürlich. Danke. Gekämpft, Wolfsmann. Vielen Dank. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her, wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. So, alles ausgerüstet und weiter geht's. Oh! Bring los, stirb anständig! Du wirst sterben! Wenn du zwei Waffen führst, ja. Ich. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mit zwei Echsen spielen werde oder mit Schild und Axt. Keine Ahnung. Muss ich mich eigentlich mit euch prügeln nehmen? Ich kann ja weiterlaufen. Jetzt stirbst du. Götter wollen dich nicht. Ja komm, ein paar kann ich ja noch mitnehmen von euch. Recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es, wenn ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel! Kjötvis Männer, sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde. Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Könnte ich die jetzt hier schon plündern oder was? Nee. Versuchen wir doch mal. Gehen wir mal rein. Ist das schon eine gute Idee hier? Kommt mir nach! Was wir wollten. Los jetzt. Nee, da ist ja noch irgendwo Gold, also. Hier war ich ja gerade drin. Ah, das ist die Truhe, okay. Reichtum erworben. 500 Meter, das ist jetzt soweit. Raubzug abgeschlossen.
Wir können das Segel nicht setzen. Dieser Krieg tobt schon seit drei Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur acht, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Führung abgeben. Sieh an, der Nährer der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halb tot. Wieso kann ich... Ah, jetzt. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre, außer dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht, obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd, ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte seit... Seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus.
Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Das wissen wir doch schon. So. Tova, tausch die Nadel gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Mehrere Quests angenommen. Erstmal zum Schmied, komm. Soll ich deine Klingen schärfen? Wolfsmal. Willkommen zurück. Gunnar, ich habe hier etwas, das du sehen musst. Bei Thors Donnerschlag. Ist das die Axt deines Vaters? Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Bist du sicher? Die Nornia haben es so eingerichtet. Aber bring in Zukunft deine eigenen Barren mit. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Das wäre erstmal alles. Komm jederzeit wieder. Wer möchte eine Geschichte hören? Dieses Wer Land wird nie aufblühen, solange die Clans sich bekriegen. Es gab immer Hallo, Thekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Ha! Nicht so leicht wie die Axt zu schwingen, was? Fürs Trinken braucht man einen starken Magen. Kommt und trinkt! Lasst uns die Götter unterhalten! Es gab immer... Hallo, Eivor! Sie sollten jetzt fertig sein. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen, mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Ja, komm, dann gehen wir erstmal da hin.
Ist doch richtig, ne? Ich gehe mal davon aus, dass ich hier hoch muss. Oder auch nicht. Na komm. Hier bin ich schon dran vorbeigelaufen. Ob ich hier richtig bin? Ja, doch. Nur Splittern. Ich denke, das war nicht der kürzeste Weg, aber ich weiß noch Eisenerz, ne? Und da wir überall rauf und runter klettern können, ist das ja kein Problem. Moin Moin, hallo, Moin Moin. Division, ne? 1959 oder was stand da? Ich versuche noch mal Assassin's Creed durchzuspielen. Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist eigentlich eine Schande, dass man so tolle Spiele hat und es einfach nicht schafft, sie durchzuspielen, weil man mittlerweile auch zu viel hat von allem. Also ich zumindest. Hamuram. Hamuram. Volker? Schweig. Nochmal. Ich habe gesagt, ich habe nochmal mit Assassin's Creed Valhalla angefangen und mir vorgenommen, dieses Spiel diesmal auch durchzuspielen. Svala. Weil es ist ja eine Schande, dass man so viele Spiele hat, auch gute Spiele, und dann immer wieder was Neues anfängt. Mal schauen, ob ich es diesmal durchspiele. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seder. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich suche deinen Rat. Einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist wirr. Sie spricht mit Geistern. Ja, ich habe gehört, so 80 ich Stunden wünschte, die circa, oder? Winter ist angebrochen. Doch. Einmal schauen. Sprechen wir nun über dich. Ich hatte ein Gesicht, eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein, oder ein Wahn wegen der Kälte, aber... Beschreibe sie mir.
Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. 250, okay. Hut ab. Ja, DLC ist auch schon gespielt, ja? Da kommt jetzt auch schon bald die nächste Erweiterung raus, habe ich gehört. Bedeutete mir, ihm zu folgen. Ah, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen, eine Botschaft überbringen. Nur durch Seder wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, das die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was auch passiert, was ich auch sehe und was du auch weissagst, es muss unter uns bleiben. Wir können das Schicksal. Ja, da bist du ja wohl am Start, denke ich, oder? Es ist nicht wichtig, wer davon weiß und wer nicht. Das Ergebnis bleibt dasselbe. Naja, bis März könnte ich es ja geschafft haben, durchgespielt, oder? Das Spiel hier durchgespielt zu haben. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Harvey! Harvey! Wandlich unter den Toten? Okay. Ja, bei mir ist halt so, ich spiele auch viel mit ein paar Jungs online. Wir fahren Autorennen, Forza und dann spielen wir halt mal COD. Dann wollte ich eigentlich Lost Ark spielen, habe auch angefangen. Dann kamen die Serverprobleme und dann habe ich hier gesessen. Ich habe halt, spiele jetzt gerade an der PlayStation 5 und ja, war dann in der Warteschlange und dann dachte ich auch, komm, was machst du? Fang irgendein anderes Spiel an. Und ja. Und dann ist es Assassin's Creed geworden. Laufen wir dem da mal hinterher, wa? Okay, 475. Es ist unser Schicksal. Sigurd! Nicht schlecht. Sigurd! Ja, Zombax, dann bis morgen mal. Vielleicht Forza, ne? Mal eine Runde zwischendurch, wenn ich Zeit habe. Ich muss ja jetzt hier das Spiel weiterspielen. Nein, ich muss, ich will. Ab 22 Uhr, okay. Okay, Zombax, dann danke fürs Zusehen und bis morgen mal. Ciao, ciao. Götter, ich dachte, ich... Was war das? Erzähl mir alles. Ich war auf einem Berg. Ein Schneesturm tobte. Ich kletterte zum Gipfel, einem Wolf hinterher. Mhm.
Hexer Odin und die Nornir, welche die Schicksalsfäden spannen. Sie sahen mir zu. Sie sahen dir nicht zu. Sie zeigten dir den Weg, dein Leben, deinen Pfad, was vor dir liegt und wo es endet. Der Wolf wollte meine Aufmerksamkeit. Als hätte er gewollt, dass ich ihm folge. Ja, Chromi, Abend. Ich habe mir etwas vorgenommen, hast gelesen, ja? Hier könnte ihr deinen Ehrgeiz darstellen. Mal schauen. Oder deine Angst. Ich sah die Tore zur Odins Halle der Gefallenen. Sie öffnet. Man muss Prioritäten setzen. Ich werde jetzt dieses Spiel durchspielen. Zwischendurch werde ich euch bei Forza abziehen. Zwischendurch, ja? Mehr weiß ich und nicht dann. Meine Erinnerungen sind. Und dann machen wir noch ein bisschen. Sag mal schnell, Lost Ark. Das machen wir dann auch noch. Das habe ich. Ja. Sigurd war auch dort. Verletzt, schmerzerfüllt. Sein Kampfarm fehlte. Dann erschien der Wolf erneut. Groß wie ein Drache und schrecklich verändert. Lost Ark ist schuld. Weißt du, wenn man zu viel Zeit in der Warteschlange verbringt, dann kommt man auf so Ideen. Mal gucken, was hat man für Spiele. Und so ist es eigentlich wirklich gekommen. Ne? Ich habe die PlayStation angemacht und habe gesagt, du musst jetzt irgendwas anderes spielen. Warst ja auch genervt davon, ne? Immer da zu warten und zu warten. Die Blutspur, die Bestie. Du wirst deinem Bruder Sigurd verraten. Aber wie gesagt, für Forza habe ich immer mal Zeit, euch da abzuziehen. Ne? Er ist mein Bruder, meine Familie. Die Nornir haben gesprochen und dies ist ihre Botschaft. Nein, das ist falsch. Du deutest es nicht richtig. Das kann nicht stimmen. Du wirst Sigurd verraten. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Ich weiß nicht, ob er noch drin ist hier, Division. Der hat mir eben geschrieben, der hat 250 Stunden in dem Game hier schon verbracht. Und ist noch nicht ganz durch. Mit einer irgendeiner Erweiterung. Nicht schlecht, ja? Na gut, die erste Stunde habe ich jetzt auch schon rum. Also, der Anfang ist gemacht. Was hat er jetzt gesagt? Schnellreise? Ich bin komplett raus in dem Spiel. Ich muss wirklich erstmal gucken, mich da wieder reinfinden. Ah, das geht schnell. Ein paar Stunden gespielt dann. Ja, ja, genau. Ja, ich spiele erstmal das Hauptspiel durch und dann schauen wir mal weiter. So, jetzt kann ich bestimmt zu den... Quest, so. So, da muss ich jetzt hin. Der ist, da, der ist sauer auf mich. Da muss ich jetzt mal hingehen. Sie sollten jetzt fertig sein. Der König hat seinen besten Met verlangt, also sind die Gespräche okay, vorbei. Jeden du solltest jetzt eintreten können. Ich bin bereit, mich dem Gewitter zu stellen. Auf zum König. Ausgezeichnet, König Styrbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher würde die Weisheit. Ja, Chromi, aber es ist schon schlimm, ne, wenn man sagt, man muss sich durchringen für so ein Spiel. Ich meine, mir geht es ja auch so. Ich spiele es ja gerne, ja. Es ist halt nur sehr umfangreich und man muss sich da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, drauf einlassen, ne? Dass man mal ins Spiel reinkommt und dann wirklich dann auch dran bleibt. Eivor, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast.
Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Ich weiß, Krummi. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd okay. würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch würde er gehorchen. Er kennt seinen Platz. Nicht so gut, wie er seinen Vater kennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Division, das Spiel am besten mit zwei Waffen, oder? Nicht Schwert und Axt, sondern mit zwei Äxten spielen. Denke ich mal, oder? Abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eivor. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den zum Anfang schon was, Schwert und Schild, Axt und Schild oder zwei Waffen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle. Mein Durchkommen wird man ja so oder so, denke ich, in dem Game. Also ich spiele jetzt Stufe normal, also nicht das Leichteste, sondern das Standard oder normal, wie es sich nennt. Dein Vater war ein guter Mann, gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt, an deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann. Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Ja, ja, okay. Das ist halt die Überlegung. Am Anfang ist es ja auch noch nicht so schwer, ne? Ich guck mal. Erstmal reinkommen wieder. Ja, da muss ich hin. Ah, da ist er ja. Seid vorsichtig damit! Elfer! Sieger! Oh, sieh dich an, in Blut getränkt, Dränger. Hast du ohne mich Krieg geführt? Oh, und du, salzgegerbter Wikinger. Ich rieche den Gestank von dutzenden Königreichen in deinem Bart. Das ist erst der Anfang. Randvi, geliebtes mit Schwertern, okay. Naja, gut. Zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, was im... Und Heitern, in Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Eivor, spar dir die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich gehe zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kjötvis Leuten gefangen worden. Sie haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meinen Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast das auf Albtraum durchgespielt? Nee, oder wie? Oder heißt das, oder war das ein Albtraum? Habe ich jetzt nicht verstanden. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Wie gesagt, ich spiele auf normal. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kjötvis des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen. Denke, da müsste ich eigentlich gut durchkommen. Mein Sohn, willkommen zu Hause. Ach, Vater.
Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl. Ah ja. Die Tische sind gedeckt. Nicht schlecht, Alter. Brot und Met. Und sonst nichts. Ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ist. Ja, das ist, da bin ich zu schlecht für. Also das brauche ich gar nicht versuchen. Nach zwei Wintern auf See habe ja, Chromi, ich weiß. Mir geht's ja auch so, wenn du irgendein Spiel auspackst, geht's mir genauso. Ich sehe ein Spiel, denke ich, ach ja. Ich habe ja noch mehr auf dem Zettel stehen. Far Cry, hätte ich da noch Far Cry 6, ne? Habe ich ja auch noch auf dem Zettel stehen. Red Dead Redemption 2. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. Was bedeutet die Zahl 1959? Reichtümern so leuchten wie Bifröst selbst. Hat das eine Bedeutung? Unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück, mit Ruhm und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Drängier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ernst ihr jetzt? Ernsthaft? 1959? Ich... Das, was noch kommt. Morgen dann wird... bist du 62. Müsstest dies Jahr 63 werden, richtig? Komm, ich habe etwas Besonderes für dich. Okay, dann können wir uns die Hand geben. Ich bin nämlich Nero, der alte Gamer. Ich werde auch dieses Jahr 63. Jahrgang 1959. Freut mich, jemanden in meinem Alter mal zu treffen. Ich spiele ja normal hier nur mit den Jungspunden, hier wie Chromi zum Beispiel. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist das? Noch nicht. Erst. Ja, du bist jetzt jung, Chromi. Auf meine erste Nacht in Faunberg nach über zwei Wochen. Nee, freut mich wirklich mal jemand. Aber ich komme auch, also muss dazu sagen, die Jungs hier, mit denen ich so spiele und die ich kenne, sind alle in Ordnung. Ob 20, 40, 50 ist egal. Ich glaube, der Jüngste ist der Zombax von uns, ne, Chromi? Du würdest selbst Thor beschämen. Ne, müsste, ne? Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnt. Aber der alte Nero kann es mit den jungen Kerlen hier noch aufnehmen, ne? Bei Autorennen und so. Außer bei Eco-Shooter. Da bin ich zu schlecht für. Aber beim Rennen, schön, ne? Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielt ich ihn mit Geschichten aus. Genauso ist es, du sagst es. Nö, ich fühle mich auch nicht wie über 60. Und die Jungs können das bestätigen, also. Ne, Chromi, ihr spielt auch gerne mit dem alten Nero. Nun zu deinem Geschenk. Ach ja. Ja, klar. Des Abbasidenreichs. Ich muss das nächste Mal wieder streamen, wenn wir Forza spielen. Blut, komm. Normalerweise bin ich da immer unter den ersten dreien. Die für ihre eigene Gerechtigkeit wenn Tower nicht mitfährt in und Moon. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für den besten Krieger, den ich kenne. Was spielst du denn sonst noch so außer Assassin's Creed? Hast du noch Zeit für andere Spiele? Beste Handwerkskunst. Welcher Schmied kann eine solche Waffe anfangen? Ach ja, das ist die versteckte Klinge, genau. Eine Waffe, denn ein Werkzeug. Eines, das wir seit Jahrhunderten gegen das Unrecht einsetzen. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte, leg sie an.
Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Spielst du auch Spiele im Multiplayer, irgendetwas? Autorennen, Eco-Shooter oder MMOs? Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Okay. Euer Clan, hat er einen Namen? Für wahr. Doch unser Credo verlangt, dass ja, ich habe früher auch eigentlich alleine gespielt, bis auf MMOs. Und dann haben wir uns über Stadia, Google Stadia kennengelernt. Dieser Online-Streaming-Dienst. Und dann haben wir halt viel zusammen gemacht. Und dadurch kam das. Komm. Ich zeige dir ein paar unserer grundlegendsten Techniken. Okay. Sie geschickt und sorgsam geführt. Auf der Xbox, okay, ich bin auf der PlayStation 5 unterwegs. Nähere dich deinem Ziel und finde den richtigen Moment. Das ist entscheidend. Schön gemacht. Noch nie sah ich eine so scharfe Klinge. Manche Ziele sind schwieriger als andere. Bedenke das, bevor du zuschlägst. Greif dieses von der Kante aus an. Hä? Na gut, dann bin ich zu weit weg. Ach, hier war das. Ja, okay. Ja, ganz genau so. Wie wär's mit einer Herausforderung? Spring von oben auf das Ziel. Nutze, wenn möglich, deine Umgebung. Greif zum Beispiel aus diesem Heuhaufen an. Sehr gut. Mentor, ja, das stimmt auch wieder. Hat Evo vor, sich uns anzuschließen? Nicht, dass ich wüsste. Warum erhält er dann die Klinge? Sicher gibt es andere... Heitam, schweig. Du führst die Klinge gut. Lassen wir Eivor mit seinem Geschenk allein. Komm. Eivor, gehen wir zum Hafen und genießen die Nachtluft. Ja, Sniper Elite habe ich auch gespielt. Tomb Raider auch. Ich glaube, 3 Teile. Den letzten nicht durchgespielt. So, bin ich jetzt fertig? Ja, ne? Kann ich schon beenden, oder? Ja. Was hältst du von meinen neuen Freunden? Sie scheinen gleichermaßen großzügig wie bedrohlich zu sein. Ich weiß, was du meinst. Und gebildet sind sie auch. Sie nutzen Zahlen und Schriftzeichen, als wären sie Seder. Basim hat mir so viel über die Welt beigebracht. Oh, wie habe ich diesen Geruch vermisst? Bleibst du jetzt hier oder willst du dich dieser Schattenbruderschaft anschließen? Später, Eivor. Heute sind wir als Familie vereint. Das Hier und Jetzt ist es, was zählt. Die Familie, der Clan und der Ruhm. Ich habe dich vermisst, Bruder. Deinen klaren Kopf, deinen Mut. In den letzten Monaten mangelte es uns an beidem. Ach, du schmeichelst mir, Wolfsmal. Mach weiter so. Von hier bis Valhall werde ich immer an deiner Seite sein, Sigurd. Immer.
Dieser Fjord ist zu klein für mich geworden. Jo, Krumme, ich mache jetzt auch gleich Schluss. Ich habe jetzt die ersten anderthalb Stunden in diesem Game schon hinter mir. Nein. Gut, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen, oder? Ja. Gehe ich mal von aus. Frankenreich, alles grün, ciao, ciao. Fruchtbar und reif zum Pflücken. Morgen führen wir Krieg gegen Kjötvi und holen uns das Land zurück, das er uns nahm. Und dann errichten wir dort ein Königreich. Nur für uns. Ich bin bei dir. Gib nur den Befehl. Gut. Ruh dich aus und komme im Morgengrauen hierher zurück. Die Nornir haben gesprochen. Du wirst Sigurd Nein, verraten. Du irrst dich. Das kann nicht stimmen. Odin kämpfte gegen sein Schicksal. Es ist möglich. Du wirst Sigurd verraten. Scheiße. Kjötvis Krieger. Ja, vielen Dank auch. Und ja, vielleicht würde mich freuen, wenn du uns in der Abendzimmer mal vorbeischaust und wir ein bisschen quatschen können. Oh, den soll ich holen. Das überlebst du nicht, du Narr! Ich mache ab und zu auch ein paar Videos auf YouTube, da habe ich so ein bisschen querbeet gemacht, ist aber hauptsächlich ja, Ego-Shooter, Autorennen und wie gesagt, da sind wir Jungs zugekommen, weil wir bei Stadia war das halt ganz einfach so das gleichzeitig auch mal zu streamen, aber einfach nur ein Hobby von mir und hier bei Twitch, siehst du, ist ja mein zweites Video erst, ich habe vor einem Jahr mal angefangen und einfach so just for fun. So, finde und töte alle Speer. Jetzt hast du natürlich den Ehrgeiz geweckt bei mir, ne? Wenn du da durch so weit bist in dem Game, denke ich, muss ich auch mal machen. Wir denn da? Übst du deine Wortspiele, Alvis? Du lehrtest mich... Nein, jetzt nicht. Ich verstehe. Vielleicht... Später mal. Strecke deine Flügel, Sühnen. Ich habe kein gutes Gefühl. Nur wir drei? Wir sollten zurück nach Netherfall und Bericht erstatten, solange wir können. Wir können Kjötvi von den Langschiffen berichten oder ihn den Kopf von Sigurd Styrbjörnsson bringen. Was ist besser? Nun gut. Wenn Ljot zurückkommt, wägen wir den nächsten Schritt ab. Doch ich will hier nicht unnötig verweilen, hörst du? Jammer nicht wie ein Kind.
Sie mögen besoffen sein, aber nicht taub. Jetzt ist es aus. Okay, das hat jetzt nicht geklappt. Ah doch, klappt noch. Okay. Und Sigurd muss davon erfahren. Mit jedem Tag, den wir warten, wird Kjötvi stärker. Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Okay, ja, danke für den Tipp. Götter, Eivor, was ist geschehen? Ich sage, man muss sich halt nur einlassen auf das Spiel und dann auch dranbleiben. Ich spiele ja gerne, ich spiele ja mein Leben lang schon Videospiele. Aber man hat halt in den letzten Jahren, hat das halt auch überhand genommen, weil es halt so unfassbar viele Spiele gibt. Und irgendwann, also es ist mir gegangen und auch hier meinen Kumpels, jedes neue Spiel gekauft und das muss ich unbedingt haben und das muss ich haben. Und ja, dann liegen sie dann irgendwann im Regal. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. So, an dieser Stelle würde ich aber sagen, werde ich jetzt mal das Video beenden und ich denke, wir sehen uns demnächst nochmal. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ja? Jo, tschüss.